Wer mich kennt, weiß, dass ich schon auf sehr vielen Konzerten war. Und heute erzähle ich vom schlechtesten Konzert, auf dem ich jemals war. Es war der 20. Januar 2017 und ich hatte mir schon Monate im Voraus Tickets gekauft für das 21 Pilot Konzert in München. Ich habe 21 Pilot zu diesem Zeitpunkt richtig intensiv gehört, ich habe sehr viel verbunden mit der Musik und tue es immer noch und habe mich dementsprechend gefreut, sie das erste Mal live zu sehen. Und weil ich sie das erste Mal live gesehen habe, war ich ziemlich gespannt, wie die Fanbase von 21 Pilot so sein wird. Wie da so das Publikum ist, wie die Altersverteilung ist und wie die Leute so drauf sind. Aber ich war relativ frohen Mutes. Noch. Wir kamen also an der Konzertlocation an und das erste, was mir aufgefallen war, war, die Leute sind ganz schön jung hier. Wo ich mich direkt etwas alt gefühlt habe, aber ich dachte so, okay, komm, übertreib mal nicht. Bei den meisten Bands, die bekannter sind, sind junge Fans dabei, so 16 ist auch nicht so jung, wird schon passen, dachte ich. Weil die Schlange schon ziemlich lang war, hatte ich ein bisschen Angst, dass wir irgendwie zu spät dran sind und die Halle schon voll ist, aber wir kamen rein und alles war eigentlich sehr entspannt. Doch je mehr wir uns dieser ersten Menge an Fans genähert hatten, desto komischer habe ich mich gefühlt, weil ich gemerkt habe, Moment mal, hier drin sind alle irgendwie nochmal deutlich jünger als die Fans, die ich draußen gesehen hatte. Und nicht nur so ein bisschen jünger. Viel jünger. Richtig viele Leute um mich rum waren ungefähr so ab 12 aufwärts und sehr viele waren eindeutig mit ihren Eltern da, was verständlich war, wenn sie so jung sind. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Es war also schon sehr unangenehm, diese vielen Eltern zu sehen und ich hatte schon so die Befürchtung so, okay, vielleicht ist das nicht ganz so die Crowd, mit der ich was anfangen kann, aber bis dahin immer noch dachte ich so, ja gut, so schlimm wird's schon nicht werden. Dann sind die halt ein bisschen jünger hier. Es sind immer noch 21 Pilots. Da wird's ja wohl ein gutes Konzert werden. Ja, dachte ich. Das dachte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo 21 Pilots dann tatsächlich angefangen haben zu spielen. Und dann merkte ich sehr schnell, dass ich irgendwie fehl am Platz war. Beziehungsweise, dass alle anderen fehl am Platz waren. Da ich relativ klein bin, bin ich es gewohnt, auf Konzerten nicht so sonderlich gut zu sehen. Meistens sehe ich nur so ab und zu die Bandmitglieder und ich bin es gewöhnt, weswegen ich aber auch eigentlich froh war um den relativ guten Platz, so mittig im ersten Drittel der Menge. Und wie schon gesagt, die Leute um mich rum waren alle jünger und deswegen zum Glück meistens nicht größer als ich. Aber aus mir mysteriösen Gründen, ich schwöre, die Bühne war niedriger als jede andere Bühne, die ich jemals erlebt habe. Denn ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Nicht mal Ansätze von Köpfen. Aber wisst ihr, was ich gesehen habe? Handybildschirme. Überall. Von Sekunde 1, als das Konzert losging, waren überall Handybildschirme in der Luft. Und zwar von jeder einzelnen Person um mich rum. Und nicht nur so bei einem Song oder so ein paar Momente des Konzertes. Um mich rum waren buchstäblich mehrere Kinder, die das ganze Konzert gefilmt haben, von Anfang bis Ende, jeden einzelnen Song. Ohne diese Handybildschirme hätte ich vielleicht noch den Hauch einer Chance gehabt, wenigstens ab und zu so ein Gesicht zu erhaschen, aber nein. Ich konnte mir das Konzert durch lauter kleine Handybildschirme, die meistens auch noch hochkant gehalten worden sind, anschauen. Und das war noch nicht alles. Während die ganzen Kids gefilmt haben, haben sie sich auch untereinander unterhalten. Vor mir war auch irgendjemand, der gefacetimed hat mit jemandem. Ich habe Leute auf WhatsApp chatten sehen, ich habe Leute Snapchats machen sehen. Die Leute haben alles Mögliche gemacht, bis auf tatsächlich das Konzert anzuschauen. Und wenn ihr jetzt denkt, das war das Schlimmste, nein, das war noch nicht das Schlimmste. Was das Ganze noch schlimmer gemacht hat, war, dass ich nicht nur nichts gesehen habe, ich habe auch nichts gehört. Zu meinem Pech war dieses Konzert auch noch so schlecht abgemischt, dass man nichts verstanden hat. Man hat die Stimme des Sängers nicht verstanden, so weit, dass ich teilweise nicht mal die Songs auf Anhieb erkannt habe. Und glaubt mir, ich kenne die Songs wirklich sehr gut. Alles, was ich gehört habe, war so ein dröhnender Mischmasch von Instrumenten. Ach ja, und die Leute, die um mich herum geredet haben. Das war so ein richtiger Generation Z-Albtraum, wie er sonst nur von so früher war alles besser Bullshit-Zeitungsartikeln geschrieben wird. Es hat sich einfach nicht so angefühlt, als ob irgendjemand um mich rum das Konzert tatsächlich genießen würde. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das der schlimmste Part des Konzertes war, nein, immer noch nicht. Was das aller, aller, aller Schlimmste war,
Und es klingt so komisch, wenn ich sage, aber niemand auf diesem Konzert hat sich bewegt. Niemand hat getanzt. Niemand hat Regung gezeigt oder mitgesungen oder irgendwelche Emotionen vom Stapel gelassen. Außer ab und zu Geschrei war da einfach keine Regung, weil das Handy ja gerade gehalten werden musste wahrscheinlich. Das war buchstäblich das erste und einzige Konzert, wo ich am Ende des Konzertes an der exakt selben Stelle stand wie am Anfang des Konzertes. Und wenn das jetzt bei irgendeiner ruhigen Schmuseband passiert, okay, aber 21 Pilots sind jetzt nicht wirklich eine Band, zu der man nicht abgehen kann. Also habe ich mich versucht so zu verhalten, wie ich mich auf jedem Konzert verhalte. Ich habe mitgetanzt, ich bin gesprungen, ich habe mitgesungen, ich habe Emotionen gezeigt und ich wurde dabei so komisch angeschaut. Es ist kein Witz. Die Leute um mich rum haben mich angeschaut, als ob ich wahnsinnig wäre. Und dann kam der absolute Höhepunkt bzw. Tiefpunkt des Konzertes für mich, der mich so wütend gemacht hat, dass ich jetzt noch richtig wütend werde, wenn ich nur dran denke. Irgendwann bei einem der lauteren, ekstatischeren Songs von 21 Pilots habe ich es gewagt, ein bisschen anzufangen zu moschen. Aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie ausgerastet bin und alle um mich rum geschlagen hätte. Nein, ich bin so ein bisschen nach links und rechts gehüpft, wie man es halt so macht. Und dann kommt so ein schätzungsweise 14-jähriges Mädchen, dreht sich zu mir um und schreit: Jetzt reicht's aber! Wie bitte? Und das Ganze kam so überraschend, ich wusste nicht mal, was ich tun sollte. Ich kam mir so verarscht vor. Da kommt so ein dahergelaufenes, junges Mädchen zu mir und meint sich herausnehmen zu können, mir zu sagen, wie ich mich auf einem Konzert zu verhalten habe. Excuse me! Ich, die schon auf so vielen Konzerten war, dass ich nicht mal mehr zählen kann, auf wie viele Konzerten ich war. Ich weiß nicht mal mehr genau, was ich in dem Moment gemacht habe. Ich glaube, ich habe sie fassungslos angeguckt, nervös gelacht und weitergetanzt oder so. Aber innerlich habe ich gekocht. Ich kam mir so dumm vor. Und um das Ganze abzurunden, um dieses seltsame Konzerterlebnis zu Ende zu bringen, war es dann nach der Show so, dass ich um mich rum lauter Kids rufen habe hören: Oh mein Gott, das war das beste Konzert meines Lebens! Ja, weil es dein einziges Konzert war. Fazit. Nach dem Konzert habe ich dann also zähneknirschend feststellen müssen, es hat sich nicht gelohnt, dafür nach München zu fahren. Und 21 Pilots konnten nicht mal irgendwas dafür. Und damit ich mich jetzt nicht so scheiße fühle, erzählt mir bitte jetzt von euren schlimmsten Konzerterlebnissen. Was war das schlechteste Konzert, was ihr erlebt habt? Abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten Konzert oder nächste Woche hier bei meinem nächsten Video. Ciao.